As the other clans strayed and disbanded, a merchant led us to a flower whose petals burned with toxin. Put the toxins in your skin, and you will gain great and strange powers. But those powers will drag you into madness. So, hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge hier auf Game Inc. Mein Name ist Martin und wir sind hier in Folge 26, wenn mich nicht gerade alles täuscht, von Mark of the Ninja. Dem, wie es aussieht, letzten Level dieses Durchgenudels. Aber nicht unbedingt die letzte Folge. Hier haben wir einen immer noch sehr auffälligen Hebel. Nichtsdestotrotz müssen wir uns noch den Schlüssel da unten besorgen. Und ich weiß nach... Oh, ich weiß nach wie vor nicht, wie... Diese Gitter hier. Das sind nur Gitter. Wie machen wir das? Da kommen wir nicht durch. Und da kommen wir auch nicht durch. Okay, unbemerkt sind wir schon mal. Hey, das ist aber echt gut gesichert. Also ich sehe hier keinen Weg, wie wir da rankommen. Gehen wir nach oben. Vielleicht müssen wir erst nach oben und dann wieder runter. Ich würde es dem Spiel zutrauen. Hoch mit dir. Genau. Wie viel Lärm machst du denn? Eine ganze Menge. Gehen wir erstmal ins Dunkle. Du brauchst ein... Ach, ich brauche hier die Schlüsselkarte. Okay, dann müssen wir nicht nach oben. Gut, dann traue ich es dem Spiel eben nicht zu. Müssen wir da irgendwie rankommen. Hier ist ein Schacht. Möglicherweise sieht er uns nicht, weil das Sichtfeld zu klein ist. Schauen wir mal. Tatsache. Ich habe immer wieder Sorge, dass er uns doch sieht. Ich hoffe das manchmal nicht. So. Jetzt sind die Laserstrahlen aus, okay. Ist das hier ein Checkpoint? Den können wir nur von der anderen Seite erholen. Ja, ich habe immer wieder Sorge, dass er uns hier sieht. Kommt der Blitz oder kommt er nicht? Okay, dann kommt er eben nicht. Ah, du kommst mit Verspätung, Junge. Mit deutlicher Verspätung. Uiuiui. Du hast dich aber gerade noch gerettet, hey. Aber gerade noch gerettet. So, jetzt töte ich ihn, nehme ich an. Ich möchte aber mich abseilen. Und die Schlüsselkarte klauen. Wie mache ich das jetzt? Ich möchte ihn jetzt ungern töten, oder muss ich ihn töten? Gut, dann machen wir das halt. Das kriegt halt keiner mit, okay. Oh. Oh, ich bin, also näher kann ich doch nicht ran, oder? Also näher kann ich doch nicht ran. Leute, was soll denn das? Hinweis wäre nett gewesen. Ohne Scheiß. Oh, das ärgert mich jetzt aber echt, hey. Das ärgert mich jetzt. Na, das ärgert mich jetzt aber. Das ärgert mich. Ich glaube, ich spinne. Ja, gratuliere. Das ist die Schlüsselkarte. So wie ich sie nicht haben wollte. Gibt es da hinten noch irgendwas? Nein. Ah, das nervt mich jetzt aber echt.
Okay, ist gut zu wissen, dass es geht. Schlecht, dass man es erst jetzt erfährt. Also das Tutorial von diesem Spiel ist ein bisschen fragwürdig, muss ich sagen. Das war schon am Anfang, in den ersten Folgen so. Da wurde das ein oder andere, finde ich, etwas spät erklärt. Das hätte man auch früher sagen können. So, jetzt werfen wir einen kurzen Blick auf die Karte. Und hier sollte soweit alles erledigt sein. Also, weiter. Schlüsselkarte. Sehr schön. Ist da hinten jemand? Genau, jetzt kommen wir zu dem Hund. Wen? Und von jedem Hund erschnüffeln lassen. Ist das dämlich? Okay, dann holen wir dich. Ah, du bist natürlich so einer. Ist klar. Wo geht's denn hier lang? Geht's da weiter? Geht's denn hier weiter? Doch, da geht's offensichtlich weiter. Der schnüffelt jetzt natürlich nur nach unten, wie es aussieht. Schnüffel? Na? Du kannst nicht da hinten bleiben, oder? Boah. So, jetzt lauft er durch. Alter, was machst denn du da? So. Der erste hat uns erschnüffelt. Wunderbar. Sache natürlich unnötig schwerer. Weil bescheuert. So, du hast dich wieder beruhigt. Wunderbar. Jetzt müssen wir gucken, dass wir da irgendwie ungesehen durchkommen. Der Regen. Da hört man ihn da nicht. Da hört man ihn da nicht. Wir können ja mal währenddessen hier einen Blick in die Umgebung werfen, die nähere. Okay, da oben erwarten uns wieder Laser. Das ist ganz toll. So, jetzt laufen sie natürlich gerade asynchron. Super. Muss man warten. Ich kann nicht von da unten nicht schnappen, oder? Nein. Komm, 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 komm. Geh doch runter. Geh runter, hey. Ich glaube, ich spinne. Kein Blitz. Ich will jetzt keinen Blitz haben. Ah. Hat ja einigermaßen funktioniert. Hier geht es nur um den Tod. Na, da steht schon der nächste oben. Kann es kaum erwarten. So. Ja, ich muss eindeutig sagen, diese Maske hier, die gefällt mir bisher am besten. Die Auswahl hält sich ja noch in Grenzen. Und vermutlich bis zum Ende dieses Durchgenudels. Mir leid, wenn ich da was übersehen habe.
Auf der anderen Seite muss ich ja wohl sagen, ich raff's offensichtlich nicht. Aber vielleicht bin ich da ja nicht der Einzige. Jetzt gehen wir ja erstmal ganz hoch und gucken. Ah, natürlich. Kriege ich dich noch? Ich kriege dich noch. So, was hast du davon? Under Optimus the Hungry, who wrote these poems, we bound ourselves to a code of honor. Gluttony, lust, and rage enslave us. Our appetites make us hungry. So, da kommen wir nur schwer weiter. Hier ist auch. Das war hier nochmal. Da stehen zwei Türen. Genau. Tür auf. Wurfstern. Wurfmesser. Shuriken. Bambusweil, wie auch immer, geworfen. Und dann Tür gleich wieder zu. Was machst du hier? Redest du? Bin ich tot? Ich bin tot. Ach ja, wie heißt das hier noch gleich? Selbstmord. Ist eine Ehrensache bei den Japanern. Ich habe vergessen, dass sie ja diese langen Lichtschalen haben. Wo kommst du jetzt her? Ach, du kommst da. Erst daher. Ich dachte, du standest schon da. So. Dann das Ganze noch einmal. Ich gehe davon aus, dass wir das Artefakt schon haben. So, hier, gleiches Spiel noch einmal. Dass die die Lampen anmachen, das habe ich übersehen. Hey, aber seid auch nicht gerade die hellsten, oder? Trotz eurer Lampen. Und dann macht ihr sie auch noch aus. Ja, hast recht. So, wenn das hier der Sichtkegel ist, dann dürfte er hier nicht mitbekommen, dass ich den hier erledige. Wollen wir das doch mal aufs Exempel testen. Können wir ihn sogar überspringen? Habe ich jetzt auch nicht mitgerechnet, dass uns das so gut gelingt. Gerade selber überrascht. Unterwerfen kann ich euch ja nicht. Dann machen wir die Tür zu. Auch wenn ich es für fragwürdig halte, dass da jemand kommt. Man weiß ja nie. Oh Mann, hey, lass ihn doch liegen. Das ist wie bei Splinter Cell. Ständig macht man das, was man nicht will. Könnte man vielleicht auch mal ein Let's Play zu machen, zu Splinter Cell. Jetzt können wir mal schauen, welche Teile hier schon auf dem Kanal zu sehen sind. Okay, ich verstehe. Ich nehme an, ich kann euch auch mit denen hier ausschalten. Dann haben wir das Problem erst gar nicht. Tatsache. Dann gucken wir noch hier oben nach. Zack, dich holen wir. Von
jedem schnüffeln lassen, ha? Hey, ich kann hier nicht durch diese Gitterstäbe sehen, kann das sein? Hä? Was soll denn das? Sogar das funktioniert nicht. Wollt ihr mich verarschen? Jetzt habe ich die Fähigkeiten. Bringt mir nichts. Ich sehe einfach nichts. Ah, okay. Ah, das muss geschnitten. Gut, der wird keinen Alarm schlagen können. Gehen wir weiter. Die hier nehmen wir mit. Ich traue dem nicht. Was? Nein. Wo denkst du hin? Nein, natürlich nicht. Hier geht's blenden. Okay. Solange keiner in der näheren Umgebung ist. Hat das jetzt jemand mitbekommen? Wer hat das mitbekommen? Wer hat das jetzt mitbekommen? Ich hab doch extra gerade geguckt. Du standst doch irgendwo hier hinten. Boah. Jetzt kommt hier natürlich der Blitz. Gerade noch rechtzeitig. Oh, und so ein, der hat uns gerade noch gefehlt. Umgehen wir den hier unten an, einfach. Müssen wir uns mit denen da oben nicht abplagen. Zumindest vorerst. Ah, die Tür habe ich offen gelassen. Ah, okay. Das geht auch, okay. Scheiße! Geh rein! Mach auf, mach auf, mach auf! Und rein! Oh, Junge, hey! Das war jetzt aber gerade echt knapp. Mal, vielleicht ist es geschickter. Im Schacht zu sein. Vielleicht kriegen wir den von dort. Sehr gut. Hervorragend. Oh, natürlich. Oh, fuck. Nimm den Typen. Leg ihn ab. Das Schild liegt noch da. Vielleicht sieht er mich ja zwischen der Leiche und der Wand da hinten nicht. Jetzt habe ich schon zwei Leichen, da kann ich mich noch besser verstecken. Doch einigermaßen gut. So. Mal gucken hier oben. Da ist einer. No, die Lampe hier nicht kaputt machen. Glücklicherweise ist der hier unten nicht in der Lage, bis durch die Tür zu schauen. Hier. Tut die Augen auf. So ein unsympathischer Typ hier. Rundum sympathisch. Oh, genau das hatte ich vor. Ist ja nicht so, dass ich da einen Bambuspfeil werfen wollte. Nein. Mm-mm. Wozu auch? Das machen doch nur Kinder. There's the guard with the other key. I almost feel bad for him. Almost. Ja, anschleichen müssen wir uns eh nicht mehr. Das ist ja total schief gegangen. Das, wo man sich echt bemüht hat. So.
macht natürlich zu viel Lärm. Da kriege ich keine Lärmanzeige offenbar. Erstmal machen wir dieses Licht ab. So. Dann gilt es abzuwarten. Okay, er hat die Lampe gehört. Gut. Ich dachte schon, er hat hier mich gehört. Ich doch keinen Lärm mache. Das geht doch gar nicht. Was mir gerade auffällt, dass deren Sichtkegel ist der diesmal. Stehen die diesmal einander zu nah? Bin mir da nicht sicher. Werden wir gleich erfahren. Nein, sie stehen. Leute, also entweder ist die Umgebung da tatsächlich wirklich dunkel. Also so richtig dunkel. Oder die sind einfach nur blind. Wie war das hier? Ich könnte den jetzt natürlich auch überspringen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Achso, das ist mit dem Typen da unten. Nehmen wir doch unsere wunderbare Fähigkeit. Die rein gar nichts gegen Gitter ausmachen kann. So, genauso. Genauso habe ich es mir nicht vorgestellt. Gerade noch. Gut, die Leuchtfackeln sieht er ja nicht, ne? Haben wir auch gar nicht. Weiß gar nicht, können wir ihn mit so einer Stachelmine töten? Die Skarabäen hatten ja funktioniert. Wo steht der nochmal genau? Da. Also wenn ich es irgendwo hier hinwerfe. Ach nein, Moment, dann sieht das ja und schießt es kaputt. Dann werfen wir es hier hin. Und lassen wir uns kurz mal sehen. Mal, ob das funktioniert. Na, das hat doch einigermaßen funktioniert. Tun wir sie aber auch nur betäuben mit. Das sind die Skarabäen dann doch effektiver. Fressen ihn einfach auf. Wunderbar. Dann kommen wir von der Seite. Tür zu. Tür zu. Aha, super. Das lief ja wie geschmiert. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir dem hier den Schlüssel klauen können. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich da eine Anzeige oder sowas für bekomme. Na? War da nicht vorhin ein E? Seht ihr? Ach, Rechtsklick. Ich kann mich aber nicht erinnern, dass ich diese Maustaste unten vorhin gesehen habe. Da war doch nur die rote, oder? Das werde ich nachher nochmal nachgucken. Mann. Ja, holen wir uns die Punkte. Das ist ja jetzt eh gegessene Sache. Sie erledigt. Ja, okay, rechts. Wer hätte es ahnen können? Ich nicht. Ja, und damit machen wir auch einen Cut. Sehen uns in der nächsten Folge und schauen, was sich in der Tor Nummer 1 verbirgt. Mehr Auswahl haben wir nicht. Bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst doch einen Daumen nach oben, wenn euch diese Folge gefallen hat. Bis dann.